Guten Morgen. Zusammen. Ich habe mir heute mal mein Grabner Holiday geschnappt und paddle eine Berlin Classics Route. Ja, das ist jetzt hier das zweite Video. Ich wollte ja mal so eine Serie anfangen, Berlin Classics. Das sind so Paddeltouren, die man gerne macht in Berlin. Also die, das sind schöne Rundkurse und die sind optimal für Tagestouren eben. Und heute ist die zweite Tour dran. Letztes Jahr habe ich die erste gemacht. Heute bin ich im Westteil der Stadt unterwegs, also genau gesagt am Wannsee. Und ich paddel einmal um den Bezirk Wannsee rum. Das ist so eine Insel, kann man schon fast sagen. Und ja, viel Spaß dabei. Kommt mit! Es ist Bombenwetter. 35.000 Grad, glaube ich. Den Track findet ihr natürlich wieder unten in der Videobeschreibung bzw. auch auf meinem Komoot-Profil. Hier ist natürlich mega viel los, nicht nur weil heute Samstag ist und auch nicht weil heute 1000 Grad werden, sondern es ist hier einfach Berlin, ne? Und hier tummeln sich die ganzen Wassersportler. Ruderboote ohne Ende, dann die Motorboote zwischendurch, viele von Verleihstationen natürlich, da muss man immer ein bisschen aufpassen als Paddler, weil die das ja nicht ganz so drauf haben, wenn die so eine kurze Einweisung bekommen. Ja.
würde ich mal hier rüber wechseln, da kommt nämlich ein... Meine Fresse, stehen hier ein paar Hütten am Wasser, ey, das ist ja... Die müssen ja in Geld schwimmen. Das ist ja Wahnsinn, ey. Es ist schon eine ganze Weile paddel ich jetzt auf dem Griebnitzsee, der zieht sich ganz schön in die Länge. Der ist, wenn man jetzt im Uhrzeigersinn paddelt, links sind eben so ein paar kleine Häuschen. Und rechts ist der Düppler Forst, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Auf alle Fälle ist es rechts am Ufer schön grün mit kleinen Stränden, wo man auch mal anlegen könnte und eine Pause machen kann. Das werde ich auf jeden Fall auch gleich noch machen. Mich mal in den Schatten ein bisschen hauen, was trinken, was essen und dann weiter. Aber erstmal mache ich noch ein paar Kilometer. Ja. Wie viel habe ich jetzt? 8 Kilometer. Ich habe ja gesagt, 17 ungefähr sind es. Ja. Hälfte habe ich. Ist hier was los? Glienicker Brücke hinter mir. Die Tour ist eigentlich ziemlich easy, weil ihr müsst euch immer nur rechts halten, wenn ihr im Uhrzeigersinn paddelt. Ansonsten müsst ihr euch links halten. Als nächstes werde ich mir mal ein Plätzchen suchen und ein bisschen die Mittagssonne mal aussetzen. Ich bin jetzt hier gerade in Moorlake. Hier kann man übrigens auch super sein Boot einsetzen, falls man es nicht beim Flensburger Löwen machen möchte.
Ja, was soll ich sagen? Ich suche immer noch einen Platz für die Pause. Aber hier ist alles so voll heute. Ich bin auch gleich am Ziel. Ja. Naja, mal gucken. Wenn ich denn esse ich eben am Ziel meinen Snack und trinke mein Getränk. Ja, absolut verständlich natürlich. Ich glaube, wir haben jetzt schon 35 Grad. 35.000 Grad. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich glaube, bin ich schon wieder auf dem Wannsee? Mal gucken. Nee, noch nicht. Bin jetzt auf der Havel. Aber eigentlich ist ja der Wannsee die Havel. Aber der Wannsee, der ist da vorne, hinter euch. Ich muss nur um die Ecke darum. Ja, es ging ja so schnell. Ja, ich muss unbedingt noch irgendwo eine Pause machen. Ich habe mir heute extra noch mit Kühlakkus mir was Schönes zum Trinken mitgenommen. Und das möchte ich natürlich gerne noch in Ruhe trinken. Ein richtig geiler Platz hier, aber mega windig. Aber dafür kann ja der Platz jetzt nichts. Ich hoffe nur, ihr versteht mich. Ich habe mir jetzt so halbschattig ein bisschen gemütlich gemacht. Der Wind bläst hier genau rein. Und jetzt werde ich mir erstmal was richtig Schönes, Kaltes zu trinken gönnen. Ich habe nämlich extra eine Kühltasche mitgenommen, weil ich wusste, es wird heute richtig heiß. Yeah. Und? Jawohl. Die Kühlakkus sind noch richtig, richtig fest. Richtig, richtig hart. Das heißt, das Schöppehofer Grapefruit ist noch eiskalt. Ich bin so gut wie fertig mit meiner Runde. Es sind jetzt nur noch ein paar hundert Meter vielleicht, da bin ich wieder an meinem Start und werde nach Hause fahren. Ich habe genug Sonne für heute. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele Kilometer ich jetzt auf der Uhr hatte. Ich glaube, es waren 15, aber das werdet ihr alles ja in dem Track sehen und auch in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall eine schöne Runde für eine Tagestour. Ich habe die jetzt viel zu schnell gemacht. Ja, mit dem Luftboot. Aber schön war's. Aber ganz schön windig jetzt. I got blessings falling on me. I got weapons, need no armor. Tetris, you don't know me. Stab my fatty, you don't know me. Okay, hey now, it's a new
new kid on the playground. So many bags on me, you would've thought I was a spray ground. Now they know I don't play around. I can hear what you're saying now. I just doubled up my flight miles. Die letzten, keine Ahnung, sind wir 200, 300 Meter. Bin ich jetzt erst starte, weil der Wind hat so zugenommen. Der Akku meiner GoPro ist gleich alle. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon von euch und sage Dankeschön wieder fürs dabei sein. Vielleicht kann ich da die Tour ja einfach mal nach. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Crutching on designer that ain't fly. And then I scoop the cat or something fast.